Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire und mit dabei ist heute der liebe Kevin Gamers Time. Holo oder Kevin? Hallo? Mit wem habe ich es gerade zu tun? Kevin? Kevin, komm zurück. Ich glaube, du bist es. Ich bin geisteskrank. Ja. Leute, heute Abend gibt es um 19.30 Uhr wieder einen fetten Livestream, also schaut da auf jeden Fall rein. Ihr habt ja gemerkt, was im letzten Livestream alles passiert ist. Heute Abend wird es auf jeden Fall krank crazy, denn wir haben ein paar Sachen, die wir noch ein bisschen regeln müssen. Schaut auf jeden Fall heute Abend um 19.30 Uhr rein. Und Kevin, wir haben jetzt auch noch eine Sache, die wir regeln müssen. Wir müssen nämlich jetzt gemeinsam uns auf den Weg zur gelben Blume machen, denn ich habe ein paar Sachen... Oh nee, willst du die angreifen wieder, nein, oder was? Nein, Kevin, ich habe bereits ein paar Sachen gecraftet. Ich vertraue dir nicht. Irgendwo... Schau mal her, Kevin, schau mal hier, was ich hier habe. Wo bist du, ja, mein Freund? Schau mal hier. Ich habe hier... Jetzt kommt's hier. Schau mal da rein hier. Nimm das mal. Ja, Rüstung, ne? Um die anzugreifen. Nein, wieder. Kevin, das ist für die als Geschenk, ein Friedensgeschenk. Lol, was steht hier? Danke für die Knochen. Alter! Was ist das? Was denn? Ich hab was gefunden. Hä? Wo hast du das her? Das haben vorhin die Monster gedroppt. Das sollten wir uns irgendwo wegtun, Kevin. Warte, komm mit, ich habe eine geheiligte Kiste. Okay, da habe ich auch das Feuerherz aufgehoben und okay. Her damit. Keiner weiß, wo die Kiste ist, die ist total geheim. Hier. Okay, sehr gut. Okay, Kevin, komm mal mit mir, pass mal auf. Wie gesagt, Leute, wir möchten heute ein Friedensangebot an die gelbe Blume machen. By the way, scheint Petrit mit Mo hier eingefallen zu sein und Knochen geklaut zu haben. Das werden wir jetzt auf jeden Fall nicht gefallen lassen. Ich denke mal, heute Abend gibt es dafür eine kleine, aber feine Lösung. Haben die sogar, die Pisser, die haben sogar das Holz geklaut. Guck dir das mal an, Kevin. Ich habe den Außenposten von denen gefunden, ne? Echt jetzt? Ja, soll ich dir zeigen, wo der ist? Aber wir müssen vorsichtig sein. Nicht, dass sie uns gleich sehen, wenn wir uns nähern. Hey, nee, warte mal. Wir müssen jetzt erstmal zur gelben Blume gehen, Kevin. Das müssen wir jetzt zuerst machen. Ja, der ist unterwegs dort. Echt jetzt? In der Nähe, ja. Okay. Pass mal auf. Ich mach den jetzt beide nochmal eine Hose. Weißt du, warum die den gemacht haben? Warum? Weil die wollen sich mit der gelben Blume auch verbünden. Was? Das habe ich dir gesagt. Wir müssen den zuvorkommen. Wir müssen den auf jeden Fall zuvorkommen, Kevin. Wir müssen den auf jeden Fall zuvorkommen. Ja, weißt du was? Wir müssen ganz viele Blumen und so müssen wir. Pass mal auf, die kriegen von mir eine komplette Rüstung, Alter. Als ob die dann Nein sagen, Junge. Die kriegen von mir eine komplette Rüstung und halt noch ein bisschen was zu essen und so für Baloo. Das ist ein Stück Scheiße. Ich bin dafür, dass wir diesen Bogen geben wir den auch. Diesen einen, Alter, nein, das können wir nicht machen, Kevin. Ey, wir müssen die überzeugen. Kevin, den hast du eben von einem Monster gedroppt bekommen. Das ist viel zu stark. Das ist stärker als mein Bogen, Alter. Wir können den, dann geben wir den lieber meinen Bogen oder irgendeinen Bogen. Aber Kevin, den Bogen können wir ihn nicht geben. Den Bogen, stell dir mal vor, die nutzen den gegen uns, Kevin. Das können wir nicht machen. Das können wir wirklich nicht machen, Alter. Das ist gefährlich. Guck mal, genau das ist dein Problem. Du hast kein Vertrauen. Ja, Kevin, weil die geisteskrank sind, weil die wahnsinnig sind, Alter. Wir müssen es erstmal langsam heranziehen. Für die Blumen, für den Frieden. Kevin, wir geben denen einen Feuereimer. Den Bogen behalten wir erstmal. Bitte, vertrau mir, okay? Es ist wichtig. Lass uns den erstmal behalten. Pass mal auf, du hast noch die zweite Brustplatte. Ich würde sagen, wir gehen mal los, denn ich habe noch ein bisschen was gebaut, meine Freunde. Das zeige ich nämlich auch mal. Der Hammerclan wächst. Hast du die Brustplatte, Kevin? Ja, habe ich. Dann, okay, lass uns losgehen. Komm mal mit mir. Pass mal auf. Hast du schon gesehen, was ich gemacht habe? Ich habe nämlich hinten die wunderschöne Toranlage mal fertig gebaut. Schau mal hier. Komm mal mit mir, Kevin. So, dann können wir nämlich jetzt hier vorne gleich mal rausgehen. Und es sieht dann nämlich schon echt ziemlich geil aus. Kann man das Tor jetzt schließen? Nee, leider noch nicht. Da müssen wir eventuell jemanden finden, der... Wahren Frieden gibt es nur beim Clan der gelben Blume. Schau dir das an, Kevin, wie sie immer wieder bei uns im Lager einfallen. Ja, wieso? Das ist vielleicht ist das ein Annäherungsversuch. Ja, ich denke auch. Kommt zu uns, wir wollen Frieden. Schau dir das mal an, was ich hier gebaut habe. Wie findest du das? Oh, ja, das sieht gut aus, ja. Jetzt kann man nämlich hier anständig runtergehen und sich dann auf den Weg machen. So, da vorne ist ja das ehemalige Lager von Mo, dem Verräter, und Petrit, dieses Ding, was die aufgebaut haben. Ich denke mal, das werden wir heute Abend im Stream komplett niederbrennen. Ja, was denn? Ja, um unsere Macht zu demonstrieren, ziehen wir da heute einfach eine Straße hier durch. Ja, machen wir auch. Wir werden heute eine fette Straße bauen im Livestream und uns dann dem Lager von Mo und Petrit mal nähern und ganz vielleicht den einen oder anderen von denen nun ja von der Landkarte verschwinden lassen, so würde ich es einfach hier, mal sagen. Komm zu mir. Ich zeig dir was. Wo bist du? Hier oben auf den Bäumen. Ich sehe dich gar nicht, Alter. Komm zurück ins Lager, dreh dich um. Okay. Wo willst du hin? Vorsichtig, ganz ruhig. Hey, was denn? Komm her. Was ist denn, Alter? Siehst du da hinten? Guck mal, da hinten. Da, geradeaus. Nee, das ist nicht von denen. Das habe ich aber schon mal gesehen, Kevin. Das ist von irgendwem anders. Ich weiß nicht, von wem es ist. Wer baut sich denn da auf? Komm mal mit. Ich glaube, das ist von Early Boy. Ich war schon mal da. Da ist aber nichts mehr gewesen. Es war verlassen. Es kann aber auch sein, dass es gar nicht von Early Boy gewesen ist, sondern vielleicht von irgendwelchen Ogern oder sowas, die sich hier breit gemacht haben. Man weiß es ja nie. Aber das ja, dann vorsichtig. Fall... Dann sollten wir da nicht so schnell hinlaufen. Ja, komm los, Kevin. Wir sollten jetzt mal hier ein bisschen Mut zeigen, Alter. Wir sind der fucking Hammerclan und uns kriegt keiner so schnell runter. Schau, hier ist nichts. Ich hab's doch gesagt. Lass uns aber trotzdem mal ganz kurz nach oben gehen, gucken, was es damit auf sich hat. Aber ich glaube, das ist von Early Boy gewesen. Warte mal. Aber da ist ein Bett und hier sind drei Betten. Schau dir das mal an. Hier ist eine Menge Nahrung drin.
Das nehme ich mir mit, Alter. Hier baut sich irgendjemand auf. Leute, wenn ihr wisst, von wem das hier ist, wer sich hier direkt hinter dem Hammerclan ansiedelt, schreibt uns das auf jeden Fall mal in die Kommentare, dass wir da Bescheid wissen. Ich würde sagen, Kevin, wir gehen jetzt erstmal zur gelben Blume. Hast du genügend Holz dabei, damit wir eine Kiste und ein Schild machen können? Ah, nee, ich habe Holz dabei, alles gut. Schild habe ich. Machen wir dir ein kleines Angebot, dass sie sich eventuell doch mit uns auf einen Frieden versöhnen. Denn es macht für die gelbe Blume eigentlich nur Sinn, wenn sie sich uns anschließen. Ich meine, ganz ehrlich, wir werden auch die Tage eine Verhandlung mit dem Speerclan haben. Und dann sind Petrin und Mo auf sich alleine gestellt. Dann haben sie keine mehr auf ihrer Seite. Du musst dich zur Not, aber auch vor dem Gott der gelben Blume verantworten, Rivi. Verdammt nochmal, Kevin, ich glaube nicht an ihren Gott. Ja, das geht ja nicht darum. Du musst dich einfach nur vor dem verantworten. Verantworten für was? Dafür, wie du dich verhalten hast gegenüber ja, denen. Ja, aber wie haben sie sich gegen uns verhalten? Ja, guck mal, du hast sie abgeschlachtet einfach. Es waren Petrit und Mo. Ich habe niemals den Auftrag gegeben zum Abschlachten. Aber trotzdem wirkt das halt so, ne? Und du musst mal an das Wohlergehen des Hammerclans denken. Kevin, ich denke pausenlos an das Wohlergehen des Hammerclans. Ja, dann musst du dich auch... Gemeinsam werden wir mit dem Hammerclan etwas Großes erwirken, ja, aber Kevin. Dann musst du im Notfall auch einfach mal Dinge tun, die vielleicht nicht so gut sind. Kevin, pass mal auf, ja? Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit wir uns mit dem Frieden im Frieden versöhnen können. Okay, würdest du auch notwendig verantworten vor ihrem Gott? Doch wenn der Clan der gelben Blume von mir verlangt, ja, dass ich meinem Gott abschwöre, Gaia. Du sollst ja nicht abschwören, du sollst dich nur verantworten. Was heißt das denn im genauen Sinne? Was muss ich denn da tun? Das heißt, der Gott der gelben Blume wird über das Verhalten von dir ein Urteil fällen, eine Strafe, die dich zu erwarten hat. Eine Strafe? Ich werde mich doch nicht von dir bestrafen lassen, Kevin. Die sind deutlich schwächer als wir. Aber guck mal, wenn das uns den Frieden bringt. Verdammt nochmal, wieso muss ich das denn alles machen? Kannst du nicht einfach eine Strafe erwarten? Ja, warum soll ich eine Strafe kriegen? Ich habe denen ja nichts getan. Ich doch auch nicht. Es waren Petrin und Mo, die sollen bestraft werden. Du hast sie abgeschlachten lassen, ja? Es waren Petrin und Mo, die haben auf ihr eigenes Ding gehandelt. So, wir sind da. Ich bin da, wo bist du? Und dann hast du noch auf denen ihre Blumen gepinkelt und sie geklaut und all Ich hab nicht auf ihre Blumen gepinkelt. Kevin, hier stehen Schilder. Warte. Hier liegen Seeds. Hier war jemand. Ich muss dringend mit euch sprechen. Es ist wirklich, ihr wisst vielleicht mehr über mich, über mich als ich selbst, Hodor. Kevin, was hast du für Schilder aufgestellt? Keine Schilder hier aufgestellt. Das warst du! Ich muss dringend mit euch sprechen. Ich weiß doch gar nicht, wo das Lager ist. Ihr wisst vielleicht mehr über mich als ich selbst, Hodor. Hodor, bist du, Kevin? Was hast du mit der gelben Blume am Hut? Ich habe gar nichts mit denen gemacht. Vielleicht waren das Petrit und Mo, um die einfach in ein Gespräch zu bekommen. Schau dir mal an, wie die ihr Lager hier unten ausbauen. Was haben die hier alles? Guck mal, was die alles haben. Ja, die machen hier, das hatten die auch schon in ihrem alten, in ihrer alten Höhle. Ich weiß ja, wo die ist. Lass uns hier die Kiste aufstellen mit den Gaben für sie. Verdammt nochmal. Und wehe, sie werden das nicht akzeptieren, Kevin. Dann werde ich ganz ungemütlich, mein Freund. Das sind jetzt Geschenke. Ja, aber so kriegst du keinen Frieden, du. Aber du, Kevin, die Geschenke sind so viel wert, sie müssen sie akzeptieren. Ja, aber du musst ja mal überlegen, was jetzt alles zugestoßen und passiert ist, ja. Und dann müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir den Frieden versuchen herzustellen. Du kannst nicht erwarten, dass dieses eine Geschenk die jetzt wieder so rumwirft, ja. Dass Warum sie denn sagen, nicht? Ja, ihr seid die Besten, wir freuen uns mit euch an und so. Ja, überleg mal, was alles Negatives passiert ist. Tu mal da die Rüstung rein, Kevin. Schau dir das mal an, das sind Geschenke noch und nöcher. Guck dir das mal an, das ist ein wahnsinnig gutes Geschenk. Da fehlt aber eine richtig gute Waffe. Sie werden von uns da was erhalten, okay? Sie werden von uns da was erhalten, glaub mir. Ich werde ihnen Waffen machen, sie werden von mir eine Waffe erhalten, die alles übertrifft, okay? Warte einfach ab, wir machen ihnen noch ein zweites Angebot. Und wir, sie werden, wie gesagt, das nicht akzeptieren. So, pass mal auf, ich schreibe ein Schild. Vom Hammerclan für die gelbe Blume als Friedens. Gebot. So, okay, Kevin, sie werden dieses Geschenk hoffentlich... Kevin, wo bist du? Ich bin hier oben. Okay, sie werden dieses Geschenk hoffentlich akzeptieren und werden sich dann bei uns melden. Ich möchte es hoffen für sie. Ich möchte es wirklich hoffen, Kevin. Ich bin mir da echt nicht sicher, Rivi. Ohne Witz. Verdammt nochmal, das ist das Beste. Kevin, das ist ein deutlich besseres Angebot, als wir denen gemacht haben. Sie können gar nicht Nein sagen. Sie wissen ganz genau, wir sollten uns beeilen. Ich werde keine Nacht in dieser stinkenden Höhle verbringen. Komm, Kevin, lass uns zurückgehen. Los. Ja, aber... Oh Gott, ich sehe fast gar nichts. Habe ich Fackeln mit? Komm, wir schaffen das schon. Ich habe noch zum Glück Fackeln mit. Wir schaffen das schon rechtzeitig. Zur Not schlafen wir auf diesem seltsamen, komischen Außenposten, den wir da gefunden haben. Wie gesagt, Kevin, sie werden sich uns anschließen. Vertrau mir, sie werden sich uns anschließen, denn dieses Angebot ist so unglaublich gut, dass sie keine andere Möglichkeit haben, als Ja zu sagen. Ich nehme mir noch mal ein bisschen Kohle mit. Wie gesagt, Kevin, es ist wichtig, dass wir uns Verbündete suchen. Und wenn es nicht die gelbe Blume wird, dann wird es halt der Speerclan. Aber ich möchte einfach für sie hoffen, dass sie sich weise entscheiden und sich für uns entscheiden. Denn die Leute, die sich gegen uns stellen, naja, ich will das jetzt lieber nicht ausführen. Aber Kevin, wie gesagt, wärst du bereit, zur Not gegen die gelbe Blume zu kämpfen, wenn sie sich gegen uns stellen, für den Hammerclan? Ich weiß nicht, Rivi, ey, ohne Witz, können wir das nicht friedlich mit denen klären? Kevin, wenn es keine friedliche Lösung gäbe, was machen wir dann? Wenn es wirklich keine friedliche Lösung gibt, was tun wir dann? Sag es mir. Sag du mir, Kevin, was wir machen sollen, wenn es keine friedliche Lösung gibt. Ich würde sie nicht töten. Was ist das da oben?
Hier sind überall Fackeln im Wald, Kevin. Der ganze Wald hier ist bewohnt. Hier sind überall kleine Lager. Hier sind ganz viele Hunde. Was ist das denn? Warte mal. Warte mal. Das sind Hunde? Moment, ich komme. Ich komme. Wie gesagt, Kevin, im größten Notfall müssen wir kämpfen. Auch wenn es nicht leicht sein wird und auch wenn es schwer fallen wird. Fackeln. Was ist hier? Warte mal. Was ist hier? Hinten. Hier sind Hunde. Wem gehören die? Weiß ich nicht. Aber da hinten, guck mal, in die Richtung sind Fackeln. Da überall. Da oben auch, ne? Also da könnten Petrit irgendwo hingeflohen sein. Meinst du? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie sich hier irgendwo aufhalten, oder? Lass uns mal weitergehen. Wir sollten... Leute, wenn ihr wisst, von wem diese Hunde sind, schreibt uns das auf jeden Fall in die Kommentare. Das ist ganz, ganz wichtig. Verdammt nochmal, was ist das? Was ist denn hier überhaupt los in dieser seltsamen Welt? Hier passieren immer mehr seltsame Sachen. Gut, meine Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend um 19:30 Uhr beim Livestream wieder. Das war's von dieser Folge Minecraft Empire. Oh! Oh Gott! Wow! Oh Gott, was ist das da unten? Kevin, schau dir das an! Was ist da? Da ist ein... Wow! Was ist das? Was ist das? Kevin? Ich würde sagen, das sehen wir später im Livestream an, meine Freunde. Das hier... Boah, das ist riesig! Das sind Dinosaurier, Kevin! Das sind die... Das ist eine Dinosaurierschlucht. Okay, meine Freunde. Vielleicht ist das sogar eine Falle. Heute Abend um 19:30 Uhr wieder. Lasst einen Daumen nach oben da. Macht's gut. Hammerclan, auf ewig! Bin ein Hammerclan! Ciao, ciao.